Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank. Es ist so, als Gesetzgeber, da haben wir die Verpflichtung, Menschen effektiv vor Kriminalität und vor Verbrechen zu schützen. Und staatstheoretisch ist das eine unserer vornehmsten Aufgaben, weil wir damit den Gesellschaftsvertrag im Sinne von Thomas Hobbes erfüllen, nämlich den Menschen ihre Sicherheit, ihr Leben, ihr Eigentum zu garantieren. Und unter dieser Prämisse unterwerfen sich dann die Menschen auch der Staatsmacht. Daraus speist sich letztlich auch ein Stück weit die Legitimation eines staatlichen Gebildes. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Strafverfolgung auch effektiv gewährleisten. Und dazu gehören im Kern dreierlei Punkte. Zum einen brauchen wir einen wirksamen rechtlichen Regelungsrahmen. Insbesondere die Strafgesetze müssen so ausgestaltet sein, dass Kriminalität nachhaltig bekämpft werden kann. Und zum Zweiten gehört dazu, dass die Polizei, die Staatsanwaltschaften und die Gerichte ausreichende Befugnisse haben und natürlich auch personell entsprechend ausgestattet sein, um ihren Aufgaben nachkommen zu können. Und schließlich, und hier schließt sich der Kreis zum Gesetzentwurf, den wir heute miteinander diskutieren, müssen wir auch die Folgen von Straftaten in den Blick nehmen. Und hier spielt die Vermögensabschöpfung eine wirklich zentrale Rolle für die effektive Strafverfolgung. Denn nur wenn Vermögenswerte aus strafbaren Handlungen dem Täter schnell, wirksam und umfassend wieder entzogen werden können, dann schwindet der Anreiz für die Begehung der Tat und wird auch gleichzeitig der finanzielle Boden dafür entzogen, in Zukunft Straftaten zu begehen. Und das ist gerade im Bereich der organisierten Kriminalität und im Bereich der Terrorismusbekämpfung ein ganz fundamentaler Satz. Und weil das so ist, war die Reform der Vermögensabschöpfung, die momentan in der Praxis nicht gut funktioniert, sie ist kompliziert, sie ist fehleranfällig und weist Lücken auf. Und weil das so ist und das in höchstem Maße unbefriedigender Rechtszustand war, haben wir als Union uns diesem Thema angenommen und haben gesagt, das muss in den Koalitionsvertrag hinein, das muss reformiert werden, das muss verbessert werden. Und insofern ist es gut, dass wir jetzt hier einen Gesetzentwurf haben, über den wir diskutieren können. Und jetzt möchte ich gerne auf den Kollegen Ströbele nur kurz eingehen, weil mir es in der Tat schien, dass Sie das Gesetz, so wie wir es denken, nicht richtig verstanden haben. Sie haben ja zu Recht darauf hingewiesen, auf den 73 Absatz 1 Satz 2. Dort ist momentan festgelegt, dass, wenn ein Opfer vermögensrechtliche Ansprüche, zivilrechtliche Ansprüche aus einer Straftat gegen den Täter hat, dann kommt es nicht zu einer Rückgewinnungshilfe. Dann kann der Staat sozusagen hier nicht eingreifen, nicht dem Opfer zur Seite stehen. Und das war ja, man hat diese Vorschrift deswegen auch Totengräber des Verfalls genannt, weil in allen Fällen, wo es um Betrug geht, wo es um Untreue geht, wo es um Diebstahl geht, also im gesamten Bereich der Vermögenskriminalität, ist es ja immer so, dass man als Opfer einen zivilrechtlichen Anspruch gegen den Täter hat. Und insofern griff diese Vorschrift immer, man musste immer den Zivilrechtsweg beschreiten und der Staat stand einem nicht zur Hilfe. Und das wollen wir ändern an dieser Stelle. Diese Vorschrift wird gestrichen, ersatzlos gestrichen, sodass jetzt die Folge ist, wir haben ein Entschädigungsverfahren, das hat der Kollege Fechner ja schon dargestellt, also ein staatliches Verfahren, wo man im strafrechtlichen Verfahren, im Strafvollstreckungsverfahren Hilfe vom Staat bekommt und gleichzeitig, insofern ist es keine Verschlechterung, und gleichzeitig hat man die Möglichkeit, auf dem Zivilrechtswege seine Ansprüche durchzusetzen. Also man kann zweigleisig in Zukunft vorgehen und das ist eine wirkliche Verbesserung für das Opfer und deswegen ist es gut, dass wir das auch so machen. Das Gesetz enthält viele Punkte, da könnte ich viel zu sagen. Ich möchte aber auf einen Punkt noch mal eingehen, der hier auch schon angesprochen worden ist. Das ist das Vermögen unklarer Herkunft. Das ist eines der Kernelemente dieses Gesetzes. Denn heute ist es so, wenn im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens Vermögenswerte festgestellt werden, bei denen klar ist, dass sie aus rechtswidrigen Taten stammen müssen, sie den Betroffenen das aber nicht nachweisen können und sie ihn entsprechend auch nicht verurteilen können, dann haben sie heute keine Chance, an diese Vermögenswerte ranzukommen. Haben sie keine Chance. Und das gilt selbst in den Fällen, wo völlig klar ist, dass die Vermögenswerte nicht im Eigentum des Betroffenen stehen können. Und das ist eine im höchsten Maße unbefriedigende Rechtslage und das muss geändert werden. Und deswegen machen wir jetzt ja dieses neue Instrument der selbstständigen Einziehung. § 76a StGB ist das in zukünftig. Selbst wenn einem Verdächtigen die eigentliche Straftat nicht bis zur Verurteilung nachgewiesen kann, das Gericht aber dennoch von der illegalen Herkunft des Vermögenswertes überzeugt ist, dann wird zukünftig eine Einziehung möglich sein. Denn da gibt es dann verschiedene Dinge, auf das sich das Gericht berufen kann. Wir haben das schon gehört. Wenn ein grobes Missverhältnis zwischen dem Wert des Gegenstandes und den rechtmäßigen Einkünften des Betroffenen besteht, dann liegt es ja ein Stück weit in der Hand. Und insofern gibt es hier eine Art Beweislastumkehr. Das ist natürlich, das will ich auch gar nicht verschweigen, natürlich verfassungsrechtlich nicht unproblematisch. Und da gibt es auch erhebliche Kritik an diesem Gesetzentwurf. Das muss man sich genau angucken.
Da spielt die Eigentumsgarantie des Artikel 14 eine Rolle und da spielt natürlich die Unschuldsvermutung auch eine Rolle. Diese Kritik, das ist so, das nehme ich durchaus ernst und das werden wir uns auch im parlamentarischen Verfahren im Rahmen der Anhörung sicherlich sehr genau anschauen. Aber letztlich muss klar sein, das Strafrecht und die Vermögenseinziehung, das ist ein scharfes Schwert. Da müssen wir größtmögliche Sorgfalt an den Tag legen. Aber einerseits müssen wir aber auch im Interesse der Sicherheit der Menschen eine effektive Strafverfolgung gewährleisten, um der organisierten Kriminalität, um dem Terrorismus den Boden entzuziehen. Und gleichzeitig müssen wir die Rechte der Beschuldigten wahren. Und insofern ist das schon eine diffizile Gratwanderung. In der Abwägung glaube ich aber, dass die Kritik an diesem Instrument letztlich nicht durchgreift. Die Vermögensabschöpfung hat ja im Kern keinen Strafcharakter. Sie ist auf den Vermögenswert bezogen, nicht auf die Person, sondern auf die Sache. Und deswegen ist auch die Unschuldsvermutung an dieser Stelle nicht tangiert. Und ich glaube, letztlich wird auch Artikel 14, also die Gewährleistung des Eigentums, nicht dagegen sprechen, ein solches Instrument zu installieren. Denn die Einziehung erfolgt ja in einem rechtsstaatlichen Verfahren. Sie ist an enge Voraussetzungen geknüpft. Insofern ist der grundrechtliche Gewährleistungsgehalt von Artikel 14 durch verfahrensrechtliche Sicherung ausreichend geschützt. Trotzdem werden wir uns das im parlamentarischen Verfahren genau anschauen. Ich glaube aber, unter dem Strich sollte uns alle das Ziel einen. Wir brauchen dieses Instrument der Vermögensabschöpfung, weil wir effektiv gegen Kriminalität vorgehen können. Und jetzt, ich glaube, es erscheint heute zum dritten oder vierten Mal, unter dem Strich muss es heißen, Verbrechen darf sich nicht lohnen. Und deswegen ist es ein guter Gesetzentwurf, den wir hier heute haben. Vielen Dank, Herr Kollege. Der letzte Redner ist Alexander Hoffmann für die CDU-CSU-Fraktion.